Das hier ist mein Kanal, Freunde, und momentan habe ich über 1400 Videos, wovon gefühlt 90% Fortnite-Content ist, Freunde. Und deswegen reisen wir jetzt zurück in der Zeit und schauen uns mein erstes Fortnite-Video an. Und somit willkommen, Freunde, zu diesem Video. Ihr seht schon, wir chillen hier gerade auf meinem Channel. Und wenn wir mal auf die ältesten Videos gehen, sehen wir schon, ich habe angefangen mit Minecraft. Ich meine, die meisten von euch wissen das schon. Ich habe einige Videos gemacht über mein allererstes Video allgemein. Und es war nicht mal auf diesem Kanal, sondern auf einem anderen. Und Minecraft habe ich sehr, sehr lange durchgezogen. Ich meine, ich kann jetzt hier rumscrollen, Freunde, und ihr seht es, ich habe hier so viel Minecraft-Content. Ich habe auch noch ein bisschen Real-Life hier gehabt, Digga, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Und irgendwann wurde es von Minecraft langsam zu Fortnite, Freunde. Und hier sehen wir den Switch. Vor 3 Jahren geht es wieder los. Ich bin wieder da. Und somit hat die Ära von Kid Info angefangen, Freunde. Aber wenn wir mal ein Video vorher angucken, hört mal hin. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Psyork und erstmal herzlich. Ich hieß damals nicht KidMave, sondern Psyork. Aber weil einfach niemand diesen Namen schreiben konnte, habe ich mich KidMave genannt. So, und das hier war mein erstes Fortnite-Video, Freunde. 4. Mai 2008. Das war wirklich ziemlich nah noch am Anfang von Fortnite. Ich glaube, Season 3 oder so. Season 2 ungefähr. Und wir starten einfach mal rein, Digga. Wir gucken uns mal an, was ich jetzt da gelabert habe. Yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ich habe wieder damals noch hier Carbide-Skin am Start, Digga. Hier hinten noch, Bruder, das die Junge. Oh, wo das kaputt gegangen ist. Legendär. Der Bock auf Videos. Ohne Facecam, aber. Und ich kann euch nur sagen, Leute, jetzt geht's wieder los. Nach einem Jahr, ihr habt wirklich lange gewartet. Ich habe tausende Nachrichten bekommen auf Twitter, auf Skype, dies, das, Steam. Einfach Skype, Bruder. Ey, benutzt ihr überhaupt noch Skype? Also ich eh nicht, ne? Aber kennt ihr das überhaupt? Überall. Mich haben überall Abonnenten angeschrieben. Digga, was ist los? Was ist passiert? Warum kommen keine Videos mehr? Oh, ich brauche wieder neue Digga. Videos. Und Leute, endlich ist es wieder soweit. Mit der Season 4 von Fortnite habe ich wieder richtig Bock, Videos zu machen. Mit Fortnite. Season 4. Okay, ich habe Season 4 gesagt, Freunde. Also ihr seht schon. Kann man auch wieder richtig kreativ sein wie damals. Der Hype war auf jeden Fall damals da. Wir skippen mal ein bisschen weiter, weil ich laber einfach nur ein bisschen Müll. Aber Freunde, am Ende kommt das Interessante. Und ja, Leute. Denn jetzt... Übrigens, ab jetzt heißt es KidMave, Freunde. Mit diesem Video wurde der Name KidMave ins Leben gerufen. Gehen wir mal aufs zweite Video. Das war nämlich das erste richtige Fortnite-Video, Freunde, weil das andere war ja nur so ein Ankündigungsvideo. Yo, Leute, was geht ab? Hier und sehen wir auch schon zu dem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und mit dabei ist heute der Blaze. Hi! Blaze war damals dabei, Digga. Also schon OG. Und Freunde, ich muss euch was sagen. Ich habe einen richtig geilen Bug in Fortnite herausgefunden. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich ihn herausgefunden habe. Aber ich habe mir gedacht, Leute, jetzt wo YouTube wieder richtig losgeht, okay, jetzt will ich selber sehen. Jetzt bin ich selber interessiert. Ich weiß gar nichts mehr. Ich kann mich null daran erinnern. Ich kann euch zeigen. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch gleich. So, dann haben wir beide schon mal Waffen, weil dann kann ich es auch besser zeigen, ohne dass wir gleich direkt sterben. Haben wir noch einen. So, und zwar, Leute, das Ganze befindet sich hier auf Risky Reed. Das ist nämlich eine neue Stadt hier. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, Leute, sieht ziemlich cool aus. Das ist halt so ein kleines Kino. Warte, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Hier, ein kleines Kino ist... Ah, okay, ich erinnere mich doch daran, Freunde. Ich weiß, was jetzt passiert. Mega geil, feier ich. Boah, ich teste jetzt mal diesen Dingsstern. Das war OP damals. Das war echt OP damals. Hast du das noch nie gemacht, oder was? Nein, ich hab doch noch nie Fortnite gespielt. Hey, sind die überhaupt welche? LOL! War das Blaze erste Runde Fortnite? Er hat gerade gesagt, er hat noch nie Fortnite gespielt vorher. Okay, Leute, der ganze Bug befindet sich hier auf Risky Reels. Den kann man eigentlich nur hier machen, soweit ich weiß. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es so anders geht, aber soweit ich weiß, geht das eigentlich nur hier. Und zwar kann man hier durch Wände schießen. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Warte. So. Und jetzt. Ihr seht das, Leute, ich kann hier... Das ist also Freunde, ne? Boah, das fand ich damals richtig OP, Alter. Den habe ich sogar selber gefunden. Und man wird einfach hier hinter nicht gesehen, aber kann durchschießen. Kannst du mich sehen, Toni? Nein. Gar nicht? Ich nicht. Aber du siehst, dass ich anschießen kann, oder? Ach, das? Lol, ich, ja. Ich sehe dich wirklich nicht. Ja, Blaze wusste damals selber nichts von diesem Bug, Freunde. Und ich habe ihn einfach so gezeigt, so random. Auf jeden Fall ziemlich cool. Wir gehen mal zum nächsten Video, Freunde. Und ihr seht, ich habe hier auf jeden Fall einige Sachen gemacht, wie Challenges. Ich habe gezeigt, wo sind die Aufgaben, wo kann man die finden und so. Dann kam hier, wenn du Eier hast. Und hier sehen wir auch schon das Intro, Freunde, was ich momentan wieder benutze, Digga. Legendär, aber eine andere Musik damals. Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Und Leute, ihr seht's schon, ich bin nicht alleine, denn heute ist der liebe Blaze dabei. Hi! Geil, Digga, dieses Gesicht. Das Geilste ist ja, das ist nicht irgendein random Gesicht oder so, was ich gespeichert habe, so ein hässliches von Blaze. Er hat das Gesicht selber als Thumbnail-Gesicht benutzt. Digga, so ein hässliches Bild benutzt er selber als YouTube-Thumbnail-Bild. Ich weiß auch nicht warum. Und vor allem diese zwei verschiedenen Augenfarben habe ich auch nicht verstanden. Und ja, ihr wisst, Leute, wenn jemand dabei ist, dann kann ich nichts Normales machen. Deswegen, Leute, gibt es heute die allererste... Oh mein Gott, man sieht da hinten Autobahn HDX.
da hieß er noch gar nicht Odemann PK. Er hat noch gar nicht angefangen mit YouTube, Freunde. Da hab nur ich angefangen und er... Boah, das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich OG, Digga. Da hat Odemann noch nicht mal einen YouTube-Kanal gehabt. Wenn du euer hast, funktioniert so. Das Format besteht aus 3 verschiedenen Runden. In den ersten beiden Runden stellen wir uns gegenseitig Aufgaben, die wir bezwingen müssen. Wer die Aufgabe schafft, kriegt einen Punkt. Wer sie nicht schafft, kriegt 0 Punkte. In der dritten Runde allerdings kommt es zu einem spannenden Battle, in dem wir uns beide in irgendeiner Map treffen, in irgendeinem Ort treffen und ein 1 gegen 1 machen. Alter, damals schon diesen Endfight am Ende vom Video mal gehabt, Digga. Legendär, Freunde. Könnt ihr euch gerne angucken. Sehr nices Video damals gewesen. Jetzt interessiert mich aber das erste Video, wo Odemann und so weiter dabei waren. Dann kam hier Ladebilder nachstellen. 5 Arten von Fortnite-Spielern mit 2 Millionen Aufrufen. Früher auch schon Weltrekord-Videos gemacht, Digga, die momentan sehr gehypt sind und viele machen sie. Habe ich damals schon durchgezogen, Junge. Unlogische Dinge war auch ein nices Format, Freunde. Aber bis hierhin war alles noch alleine. Hier ist das erste Hide-and-Seek. Wer war dabei? Willkommen zu Fortnite Hide-and-Seek. Ich weiß, Leute, das Ganze haben schon sehr viele YouTuber gemacht, aber... Ja, also mittlerweile noch viel, viel mehr YouTuber, Digga. Das Ganze war früher in Minecraft eines meiner Lieblingsformate. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss davon unbedingt eine Folge in Fortnite machen und mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und das Ganze funktioniert so. Wir gehen alle auf eine bestimmte Map, also sagen wir mal Paradise oder Tilted oder sowas. 3 Leute verstecken sich und einer sucht. Derjenige, der sucht, der muss die Leute töten, natürlich. Und die anderen, die sich halt verstecken, dürfen weglaufen, dürfen ihre Position verändern. Zudem gibt es, Digga, einfach Erklärungspart damals auch schon gehabt, Alter. Aber Leute, bevor das wieder anfängt, nehmt euch ein paar Sekunden. 57.000 Abonnenten. Hängen eine Null hier hinten dran und dann sind wir da, wo wir heute sind, Digga. Das ist wild, Freunde. Das ist wirklich krass. Kuss geht raus an der Stelle an alle, die heute noch dabei sind, Digga. Und lasst mal gerne ein Abo nochmal da, wenn ihr es nicht gemacht habt. Okay, mit dabei ist die Stani Fortnite Crew. Wobei, Wi fehlt eigentlich, aber ist egal. Auf Stani Fortnite Crew. Ich rate, Odemann, Blaze, Stoiko. Auf jeden Fall sind die anderen mit dabei. Als allererstes Stoiko, was geht ab? Ja. Yo, was geht ab? Ich bin der Hackfleisch hassende Zacker. Auch ewig nicht mehr dabei gewesen, Freunde. Stoiko komplett verschwunden auf einmal aus nichts. Hackfleisch hassende Zackler, hackle Faschler. Aua. Dann haben wir wieder der Junge, der sich immer in die falsche Richtung dreht. Junge, ich fick deine Hand. 2 plus 2, Bruder. 2 plus 2 ist 4. 2 plus 2 ist 4. Odemann. Bruder, einfach Odemann damals. Und Bruder, du weißt doch. Bonjour, du klein Bäck. Bonjour, ihr Bastard. Und wie immer. Da hat er noch so geredet, als wäre er frisch von Hauptschule gekommen. Er ist mittlerweile richtig werbefreundlich. Ah, Blaze, der Schinse. Get it! Ja, genau. Okay. Das war mega cringe. Das war komplett... Blaze schon immer cringe gewesen. Letzte-Katastrophe, Alter. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier in Flash Factory und alle können sich jetzt verstecken. Ich suche einfach mal als allererstes. Versteckt euch, Leute, ich suche euch und dann geht's auch schon los. Das war, glaube ich, das erste Video mit den Jungs, ein Hide-and-Seek. Aber ich meinte Standard-Crew. Nee, dann waren die schon vorher öfter dabei, ne? Ich sehe es hier. Und hier, Freunde, sehen wir es. Hier hat der Hype angefangen. Wir haben einmal iCrymax dabei. Da hieß er, glaube ich, noch Pingbeast. Ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Dann haben wir Odemann mit dem richtigen Namen diesmal. Odemann Piquet, da hat er seinen Kanal langsam auch angefangen. Und wir haben oben Avive dabei. Neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir mal ein paar andere Leute mit dabei, weil ich kann das Ganze nicht alleine machen. Boah, Digga, also ich einfach sage, ein paar andere Leute, Junge. Und mittlerweile ist das aber die Standard-Crew. Denn wir haben wieder eine zweite Folge... Nee, vorbei. Weil ich kann das Ganze nicht alleine machen. Denn wir haben wieder eine zweite Folge von The Dropper dabei. Die letzte Folge kam übertrieben gut an, deswegen... Schatkuzel, Leute, ich küsse eure Augen. Und als erstes haben wir hier Odemann Peach am Start. Hallo! Ja. Dann haben wir Lukas, mein Klon. Assalamu alaikum. Ja, ich weiß nicht, Leute. Irgendwie schreibt mir jeder in die Kommentare, dass ich mich anhöre wie er oder so. Stimmt. Manche dachten, früher haben mir echt viele in die Kommentare geschrieben, ich höre mich an wie Lukas. Also wie Vive. Ich weiß nicht warum, Digga, aber es haben sehr viele reingeschrieben damals. Sogar, dass ich ein Zweikanal bin, deswegen keine Ahnung. Sogar dieselbe Person. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade 2 PCs neben mir. Egal. Auf jeden Fall, Leute, haben wir dann auch noch Pingbeast, aka iFucking Crymax. Hey, Crymax, ja, ich tue es vor. Jetzt würde mich aber interessieren, Freunde, zum Schluss kommen wir mal zur ersten Mörderfolge. 3 bis 4 Monate nach meinem ersten Fortnite-Video und ihr seht schon, wir haben das hier in Loot Lake Leute, gemacht. Willkommen zum Spielmodus Fortnite-Mörder, beziehungsweise TTT in Fortnite, wer es vielleicht noch kennt. Und wie wir das Ganze umgesetzt haben, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Diesmal ist das Ganze ein bisschen... 1 Minute 50 Erklärung, Junge. Ja, die Erklärung können wir, glaube ich, skippen, Freunde, weil ich glaube, ihr wisst alle, wie Mörder funktioniert. Ich würde aber sagen, wir stellen erstmal die Leute vor, die mit dabei sind als allererstes. Ich kann schon direkt erkennen, wer Odemann ist. Immer zurückgedreht, Digga. Alleine, weil der wieder falsch rumsteht, Digga. Ich liebe sie. Ey, dieser Junge, Alter. Bruder, dann. 2 plus 2. Ja, genau. Jetzt muss er ran, wer ist. Warte. Macht mal beide den Emote. Ich entscheide dann, wer. Ich sag jetzt schon, der hier ist Stoiko. Also, ich weiß es nicht, Freunde. Ich rate nur, weil er sich bewegt hat beim Reden. Warte. Und der Digga, das ist so dumm, ne? Warte. Mach mal Emote. Bei den Emote. Ich entscheide dann, wer. Er macht schon Emote, der hier, und jetzt sagt Stoiko, warte. Ist. Guck, er sagt doch, warte. Okay, das hier ist Steph.
Oh, er weiß direkt Bescheid. Ja, Digga. Puh, was geht ab, Alter? Und das hier ist Blaze. Hallo! Auf jeden Fall, okay, auch legendäre Crew, Freunde. Erstes Mal Mörder war wirklich sehr, sehr nice damals. Wie gesagt, Freunde, ihr könnt euch die ganzen Videos selber nochmal angucken. Die sind alle noch online auf meinem Kanal. An der Stelle würde ich aber sagen, sehen wir uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Und hoffen wir mal, Digga, dass wir noch sehr, sehr viele weitere schöne Zeiten erleben werden. Macht's gut, haut rein und ciao.